Nordrhein-Westfalen wird Infrastruktur endlich wieder ausgebaut. Wir bauen wieder Straßen, vor allen Dingen Ortsumgehungen und Lückenschlüsse auf den Autobahnen, damit der Standort Nordrhein-Westfalen aufgewertet wird. Wir helfen den Bürgerinnen und Bürgern damit und lasten Ortsdurchfahrten und machen den Verkehr flüssiger. Denn es gibt ein Recht auf Mobilität, das wir damit Stück für Stück zur Erfüllung verhelfen. Nordrhein-Westfalen ist mit all seinen großen Verkehrsinfrastruktur Einrichtungen nicht nur für sich selbst wichtig, in Anführungszeichen, sondern von zentraler Bedeutung für ganz Deutschland. Hier überschneiden sich viele, viele wichtige Verkehrsrelationen, egal ob Schiene, egal ob Straße und egal ob Wasserstraße, von den großen Flughäfen ganz zu schweigen. Unter Jürgen Röttgers ist Nordrhein-Westfalen aus dem Mehltau der alten Beziehungsgeflechte herausgekommen und endlich wieder Aufsteigerland geworden. Nordrhein-Westfalen entwickelt sich besser als im Bundesdurchschnitt und das haben wir zu verdanken einer kompetenten und zielgerichteten, sehr starken Führung von Jürgen Röttgers. Deshalb ist es für mich als Bundesverkehrsminister eine Selbstverständlichkeit, dass ich im Grunde genommen jede Woche seit Amtsantritt einmal hier in Nordrhein-Westfalen bin. Und was mich ganz besonders freut, dass ich mit Jürgen Röttgers als Ministerpräsidenten hier einen alten, guten Freund aus Zeiten der Jungen Union antreffe. Und ich möchte natürlich auch alles dafür tun, dass mein Freund Jürgen Röttgers dieses Land weiter regiert. Zusammen verändern.